Hallo, ich begrüße Sie hier zum dritten von vier oder fünf Videos zu dieser Serie, wo solche Begriffe wie Hyperlink aus einem Wörterbuch mit Suchmaschinen abgegriffen werden sollen. Ich habe das ja schon gezeigt. Lingui heißt sie und sie ist hier für die einzelnen Begriffe verknüpft, die Suchmaschine. Backen hatten wir es ja schon gezeigt. Wenn ich darauf klicke, dann sehe ich sofort bei Lingui den Begriff Backen. Und Fallbeispiele, also das haben Sie wahrscheinlich in den vorangegangenen Videos schon gesehen. Wenn ich das jetzt nach unten ausfülle, haut das auch überall hin, aber bei manchen Begriffen eben nicht. Und das sind die wie beißen. Wenn ich hier auf beißen klicke, dann steht da, konnte nicht geöffnet werden. Das liegt daran, dass diese Seite Lingui arbeitet mit UTF-8. Und Excel hat hier den ANSI-Code verwendet, wie das praktisch alle Windows-Programme auch automatisch machen. Ich will das mal zeigen, dass das wirklich so ist. Ich habe hier die Liste, die ich hier abgeleitet habe mit meinem Tool, mit meiner Hyperlink-Funktion. Wenn wir da auf Dürfen gehen, dann sehen Sie, das steht hier unten links. Da steht nicht dürfen, sondern da steht Prozent C3, Prozent BC statt dem Ü. Und bei beißen hier oben klicke ich drauf und sehen wir links unten, da steht C3 Prozent 9F, na, statt dem scharfen S. Das hört sich jetzt erstmal alles sehr merkwürdig an, aber ich will zeigen, was damit gemeint ist. Im ANSI-Code, da sehen wir hier unsere üblichen Buchstaben, aber wenn dann mit dem anderen Zeichensatz gearbeitet wird und das ist dann hexadezimal verschlüsselt, wie das eben auch gesehen wurde auf meiner Webseite, dann steht da statt dem scharfen S eben dieses hier, dieses C39F oder bei Dürfen haben wir das C3BC, wenn das das kleine Ü ist. Und das ist also, was ich hier jetzt automatisch mal vorbereiten, also das will ich vorbereiten, dass das automatisch ersetzt wird in allen Begriffen. Aber schauen wir uns das erstmal an, was da Vorüberlegung sein muss. Wenn ich hier bei Beißen raufgehe, dann wird sowohl die Hyperlink-Adresse und der freundliche Name, der wird aus der gleichen Zeile entnommen. Ich kann das aber splitten. Ich kann sagen, ich mache hier unter diese grünen Köpfe da UTF-8, da tue ich für die Hyperlink-Adresse die Begriffe, die ich hier habe, hinkopieren und ersetze dann eben die Buchstaben, die Sonderzeichen, die wir im Deutschen haben, Ä mit dem C3A4 oder dieses Ä mit C384, ne, wie wir das hier im UTF-8 Zeichensatz in der hexadezimalen Zeichenfolge machen müssen. Dass das funktioniert, wenn ich das so mache, will ich ja an diesen beiden Begriffen zeigen. Bei beißen geht ja im Augenblick noch nichts, wie wir sehen. Aber wenn ich dann sage, statt der Zelle A6 ist der freundliche Link, ist es D6, also dieses hier, dann mache ich aus dem großen A hier ein D und schon muss das funktionieren. Ich klicke darauf und wie zu beweisen war, sehen wir, da steht beißen, auch mit scharfem S, sowohl beim Substantiv als auch beim Verb. Und die Beispiele sind natürlich auch alle passend. Ich gehe wieder nach Excel und probiere das auch beim Dürfen. Das heißt, ich muss hier einfach das mal nach unten ziehen. Wird natürlich hier bei den anderen nichts bringen. Aber beim Dürfen habe ich schon was stehen, wenn ich darauf klicke. Da sehen wir, wird also auch Dürfen richtig gefunden. So, also für die Hyperlink-Adresse brauchen wir die Begriffe mit UTF-8 Zeichensatz in der hexadezimalen Schreibweise, dann funktioniert das. Wie mache ich das? Ich kopiere einfach das, was hier steht. Und setze es daneben ein. Und dann ersetze ich die scharfen S durch das, was hier steht, C39F.
die S durch C3 A4, also mit dem Prozentzeichen dazwischen als Platzhalter. Das kann ich natürlich alles manuell machen. Es gibt ja die Funktion Suchen und Ersetzen. Hier hinten ist sie. Ja, da suche ich nach dem kleinen E. Oder fangen wir hier mit dem scharfen S an. Gebe das scharfe S ein und dann schreibe ich da rein Prozent C3 Prozent 9F und gehe auf alle ersetzen. Und dann wurden 41 Stellen geändert. Und dann schließe ich das. Gucken wir mal, ob es woanders noch der Fall ist. Hier fließen. Oh, jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, dass ich das nur in dem Bereich haben wollte. Jetzt ist das also auch überall passiert. Glücklicherweise gibt es die Funktion rückgängig machen. Und da muss man darauf achten, dass man also nur den Bereich markiert, wo das passieren soll. D bis F. Und dann ersetze ich das nochmal. Und dann alle ersetzen. Und jetzt hat er nur 20 Stellen gefunden. Und dann schließe ich das. Wir sehen, hier ist bei Weißen, da steht es noch, aber hier in dem markierten Bereich ist es ersetzt worden. Das gleiche finden wir hier auch bei A's. Hier ist A's mit scharfem S und hier ist stattdessen dieses SZ. So, das ist also jetzt schon das, was manuell von mir gemacht wurde, das muss ich jetzt für die anderen 7 Zeichen, die 6 sind es dann noch, muss ich das genauso tun. Das will ich aber nicht bei jeder Liste, die ich bekomme, so manuell durchführen. Das geht automatisch und da bietet sich natürlich ein Makro an. Solche Makros laufen wie folgt ab. Das, was ich tue, wird einmal manuell durchlaufen. Das Ganze wird aufgezeichnet. Und das will ich also hier mal tun. Ich gehe auf Ansicht, wähle dort Makro und wähle dort Aufzeichnen. Im Dialog wird mir der Makroname Makro 1 vorgeschlagen. Da nehme ich eine Tastenkombination, dann brauche ich das nicht immer über das Menü aufzurufen. Ich nehme hier Steuerung Shift L oder Control Shift L, wenn es Englisch ist. Und das Makro wird in dieser Arbeitsmappe gespeichert. Und dann schreibe ich noch rein, suchen und ersetzen von deutschen Zeichen. So, das ist die Vorbereitung. Jetzt klicke ich auf OK. Alles, was ich jetzt mache, wird protokolliert. Und das kann ich dann auch hinterher noch bearbeiten und dann aufrufen. Markiere nochmal den Bereich, der betroffen sein soll. Das ist dieser Bereich. Und da soll jetzt zum Beispiel das Ü ersetzt werden. Das kleine Ü haben wir ja hier bei Dörfen. Und das soll ersetzt werden durch diese Zeichenfolge Prozent C3 Prozent 9C. Also gehe ich jetzt auf Ersetzen im Register Start. Und da steht vom letzten Mal noch das scharfe S, aber da gebe ich jetzt ein kleines Ü ein. Und hier Prozent C3, Prozent 9, Prozent C3, Prozent BC, das steht da hinter dem kleinen Ü. Muss man aufpassen, dass man das richtig macht. Und dann gehe ich hier auf alle ersetzen. Und gab es nur 3 Stellen, also bei Dörfen zum Beispiel, das war schon die erste. Und dann schließe ich das hier und schließe auch das Makro, damit ich mir das anschauen kann. Wer dieses Makro bearbeiten will, der kann das entweder über die Entwickler-Tools machen oder über das Register Ansicht. Die Entwickler-Tools hat man nämlich nicht immer, die muss man separat einblenden. Aber über Ansicht kann man zu Makros gehen und wählt dort Makros anzeigen. Und da gibt es das Makro 1 und das bearbeite ich. Und da sehen wir, hier steht
Hier steht, was da passiert. Der Kommentar in grün hier oben. Ich will jetzt nicht in die Tiefen der Makroprogrammierung eingehen, aber Sie sehen meine Erläuterung, die ich hier eingetragen habe. Suchen und Ersetzen von deutschen Sonderzeichen, das ist also mit so einem Apostroph markiert. Alles, was grün ist, das ist nur Kommentar, wird nicht ausgeführt. Aber wer ein bisschen Englisch kann, der sieht, was ich dann hier aufgezeichnet habe. Die Spalten D bis F sind ausgewählt. Ja, das ist also das, was ich am Anfang gemacht habe. Dann steht hier Selection Replace What gleich Ü. Also ersetzt werden soll das kleine Ü. Und die Ersetzung, also das, was reingeschrieben werden soll, das ist dieses hier. Und das, was ich hier habe, das kann ich kopieren und dann muss ich eben, weil das Suchen und Ersetzen immer gleich abläuft, statt dem kleinen Ü ein kleines Ä und das entsprechende Replacement, also die Ersetzung, da einsetzen. Da will ich jetzt einfach mal zeigen, wie das geht. Ich kopiere mir das. So, Sie sehen, da steht jetzt immer ein kleines Ü, aber da soll entsprechend, wenn ich mir das jetzt anschaue, da sollen diese Zeichen stehen. Ich kopiere mir das einfach mal jetzt in den Bereich, kann ich dann später auch wieder rauslöschen. Und setze ich mal hier oben hin, damit ich mir das nicht merken muss. Also ist jetzt alles rot markiert, weil das sind fehlerhafte Zeilen, aber die sollen ja nicht ausgeführt werden. So, ich habe also hier angefangen mit dem Ü, mit dem kleinen, aber da soll jetzt kleines E als erstes stehen. Fangen wir hier auch mit dem E an, so wie es da steht, damit ich nicht durcheinander komme. Kleine E soll ersetzt werden durch C3, A4. So, steht es ja da oben im Roten. Das große E soll ersetzt werden durch C3, 84. Und Sie sehen, das geht dann so weiter. Und diese Zeilen hier, ich will das immer auf die Markierung beziehen, die kann ich rauslöschen. Und hier vor, damit das also nicht ausgeführt wird, mache ich jetzt einfach so ein Apostroph, dann sehen Sie, dann wird daraus ein Kommentar. Das kann man auch vom Menü aus machen. So, jetzt ist da alles grün. Das sind jetzt nur noch Kommentare, damit ich also suchen und ersetzen, habe ich ja hier oben schon stehen und die Zeichen, die gesucht und ersetzt werden sollen, die stehen hier. So, jetzt haben wir schon Ä, jetzt fehlt noch das Ö. Und das soll ersetzt werden durch B6. Das große Ö durch 96. Und dann haben wir das Ü, das steht ja hier schon richtig, das kleine Ü, aber das große haben wir noch nicht. Bei dem großen Ü muss dahin 9C. Und dann fehlt nur noch das SZ. Das habe ich zwar hier schon ersetzt, aber ich will ja, dass das Makro später auch für ganz andere Dinge eingesetzt werden kann. Und da kommt dann bei dem SZ kommt ein 9F hin. So, das ist hier unten überflüssig. Das lösche ich einfach raus. Das Makro ist soweit fertig. 7 Mal. Für 7 Zeichen, die gesucht im ANSI
werden sie gesucht und die hexadezimale Schreibweise der UTF-8-Kodierung soll an deren Stelle eingesetzt werden. Das ist soweit geglückt. Makro ist fertig. Das heißt, es wurde aufgezeichnet, ich habe es kopiert und dann eben für die anderen Zeichen angepasst. Gesucht wird nach diesem Zeichen hier, ersetzt wird das. Jetzt fehlt nur noch der Test. Ich gehe jetzt wieder aus dem Makro raus. Ich kann das einfach schließen hier oben. Und das soll jetzt ausgeführt werden für diese drei Spalten. Und die sind ja schon korrigiert, aber ich habe ja die Möglichkeit, nochmal diese drei Spalten zu kopieren und einzufügen. Jetzt sind sie hier schon. Sie sehen, beißen ist wieder mit scharfem S geschrieben, dürfen mit Ü. Aber jetzt wollen wir das Makro ausführen. Das geht, wenn man es jetzt nicht mit Shift-Steuerung L machen möchte, auch über Ansicht, Makro anzeigen. Und da steht Makro 1 und das kann ich auch gleich mal ausführen. Und da sehen wir, hier steht beißen und hier steht dürfen. Und hier haben wir auch fließen und fraß und was dann sonst noch so alles gibt. Könnte, können steht hier, konnte sehe ich, das ist also die Vergangenheit. Also hier ist das kleine Ö entsprechend kodiert, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Oder mögen und müssen, sehen wir hier, mögen mit B6 hier nach dem C3 und müssen mit dem BC, so wie wir das ja hier auch gesehen haben. Suchen und ersetzen hat also geklappt. Jetzt müssen wir nur noch sehen, haut das auch hin, wenn ich hier dieses hier ändere. Bei Backen hat es ja schon sowieso geklappt, ob ich es getan habe oder nicht. Aber wir haben hier bei dem Beißen, ne, das ziehe ich nochmal nach oben, damit es also auch von Anfang an ist und bis unten hin soll es auch gehen. Das heißt, hier bin ich noch nicht bis unten hin. Mit einem Doppelklick schaffe ich das. Da haben wir zum Beispiel müssen. Das haben wir ja noch nicht getestet. Mal schauen. Müssen, komme ich richtig an, ist offensichtlich der Fall. Das Suchen und Ersetzen hat zumindest fürs Ü und das scharfe S geklappt. Die anderen wahrscheinlich auch. Aber das ist eine Sache, das ist denn nun ein Flüchtigkeitsfehler. Ich denke, das ist transparent, was Sie da eben gesehen haben. Und damit ist also gezeigt, wie das Makro dann Sinn macht für Suchen und Ersetzen, um sich häufig wiederkehrende Vorgänge, nämlich Austausch der Ansichtszeichen durch die entsprechende UTF-8-Kodierung zu ersparen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.